Hallo und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Nach diesen ganzen Abstürzen hoffe ich, dass es heute besser läuft. Ach so. Okay. So. Okay. Ich hoffe, jetzt... Ihr Quartier ist zu Ihrer Zufriedenheit. Ja, bestimmt. Stimmt. Ich war gar nicht im Quartier drin. Hä? Oh. Da habe ich zu schnell gelesen. Scheiße. Ja, tschüss. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Ich wollte doch nur in meinen Raum. Mein Raum ist der hier? Nicht. Es war hier hinten durch. Dann hier rein. Hier war es, ne? Hi. Ich weiß nicht mehr, welches unser Zimmer war. Das ist, glaube ich, nicht. Das war es auch nicht. Oh, aber den nehme ich noch mit. Den Bilderrahmen. Wo war denn meins? Ist nicht doch das hier? Oh, Moby Dick. 590 wert. Nehme ich doch mit. Ja, aber ihr habt wahrscheinlich gemerkt in der letzten Folge, ich war echt ein bisschen, Lager. Da, das ist meins. Alles klar, das ist meins. Oh, ja. 24.900. Ich war ein bisschen, ja, müde, nicht nur von den ganzen Abstürzen und so, sondern auch generell ein bisschen müde, weil es einfach so anstrengend war mit diesen ganzen Bugs und ja, hat man wahrscheinlich überhaupt nicht gemerkt. Ja, keine Ahnung, sollen wir hier diese ganzen Dinger reinpacken, hier diese Dinger hier, diese Barretts, persönliche Sachen oder irgendwie sowas. Diese Dateien quasi. Die Bücher kann ich alle verkaufen, die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Obwohl, ne, das sind alles relativ wertvolle. Ja, komm. Das bringt mir nichts, wenn ich die da rein tue. Bringt mir eigentlich nur was, wenn ich die Sachen reintue, die ich auch wirklich nicht... Okay, Frage. Behalten wir solche Loks oder schmeißen wir die weg? Weil eigentlich sind die null wert, ne? Die haben auch kein Gewicht. Ich brauche sie jetzt nicht unbedingt. Ich werde mir sie auch wahrscheinlich nicht anhören. Ich sammle so eine Sachen aber eigentlich immer gerne. Zumindest diese Aufzeichnungen. Und die Bücher muss ich jetzt nicht unbedingt sammeln, so wie in Skyrim. Aber so alle so Log-Dateien, die könnte man ja behalten. So, die ganzen Bücher können wir ja wegschmeißen. Okay, Ressourcen. Frage. Kommen Ressourcen hierhin oder ins Raumschiff? Also diesen ganzen Scheiß werde ich ja wahrscheinlich verkaufen hier. Weil das ist einfach nur Schrott. Kann ich übrigens die Waffe wegstecken? Ja. Hallo? Ach da! Ja, was gibt's? Ich bin ready. Also, bereit an die Arbeit zu gehen? Oder war noch was? Ähm,
ich bin bereit. Wir verrichten etwas altmodische Detektivarbeit. Die Artefakte sind eher inaktiv, wenn sie aus dem Gestein entfernt wurden. Die Leute können sie also weitergeben, ohne zu wissen, was sie sind. Ich habe meinen Kontakten gesagt, dass ich nach merkwürdigen Metallobjekten suche. Meistens kommt nur Unsinn zurück. Aber ein Tipp von der UC Vanguard klingt vielversprechend. Da. Du fängst jetzt schon mit Anthropologie an? Okay, klar. Jeder hat seine eigenen Beweggründe. Aber das ist nicht alles. Ich will die Gelegenheit nutzen, um zu sehen, wie du dich machst. Und damit du mehr über uns erfährst. Aha. Ich bleibe bei dir. Wir reisen zusammen, bis wir ein Artefakt finden oder die Spur sich im Sande verläuft. Okay. Nee, wir bleiben schon. Wir müssen zum Mast, ins Vanguard-Rekrutierungsbüro, wo mein Kontakt arbeitet. Und eins noch. Egal, was du früher warst oder was du da draußen treibst, es interessiert mich nicht. Solange du nicht die UC Security zu uns führst. Warum? Jedes Constellation-Mitglied ist sein eigenes Gewissen. Klar? Gut, dann spazieren wir ein wenig durch New Atlantis, ja? Okay, Mikrofon war, hat sich natürlich wieder ausgeschaltet, aber ich habe es relativ schnell gemerkt. So, wir gehen also durch New Atlantis und wir haben eine neue Begleiterin. Hey, hallo? So, ich... So sehr ich es auch liebe, neue Fragen zu entdecken, ein paar Antworten... Captain, nachdem Sie nun Mitglied der Constellation sind, stehe ich Ihnen uneingeschränkt zu Diensten. Und da Sie wahrscheinlich in unbesiedeltem Raum sein werden, wäre es ratsam, die Entwicklung von Erkundungsaußenposten zu erörtern, sollten Sie jemals eine Forschungsbasis errichten müssen. Aha, okay. Ich könnte dich gebrauchen. Ja. Captain, ich begebe mich an die zugewiesene Position. Was? Verwalte deine Crew, weise ihnen Aufgaben zu und entsende sie zu deinen Schiffen und Außenposten. Jedes Crewmitglied besitzt verschiedene Skills, die dein Schiff oder deinen Außenposten stärken. Ach du Scheiße. Ja, Vasco kommt auf die Frontier auf jeden Fall. Klar. Und Sarah soll mit mir kommen einfach. Sie hat Astrodynamik 4, Laser 3, Führung 2 und Botanik 1. Ach du Scheiße. Nö, Vasco kommt auf mein Schiff einfach. Perfekt. Oh. So. Geht er jetzt einfach von selbst los oder Ich weiß es nicht. Okay. Gut, let's go. Okay, sie ist da. Schon crazy. Ach, das ist die UC? Ja, also versteckt sind sie jetzt nicht gerade. Da hinten ist noch ein Ort, wo ich noch nicht war. Schön. Oh, hier rumzulaufen und alles zu gucken. Wo bin ich denn eigentlich jetzt? Hilfe. Ach, das ist auch eine Straße hier einfach. What the fuck? Und abgestürzt. Ja, ja. Ach ja. Also es macht echt keinen Spaß, ey. Das macht echt keinen Spaß. So viele Abstürze. Holy shit, ey. Das ist echt
Uff. Das ist echt uff. Und das Geile ist, ne, ich will das Spiel einfach komplett durchsuchen, ne? Bis zum geht nicht mehr. Und ja. Ich verliere jedes Mal ein paar Minuten, weil ich das Spiel neu starten muss. Okay, das Starten geht relativ fix. Aber. Und das hängt jetzt nicht mit der Grafik zusammen, ne? Das ist jetzt einfach. Das ist jetzt einfach. So, da. Was? Die kommen einfach. Das läuft ja. Hier, das läuft flüssig. Das läuft flüssig. Das ist kein Problem. Aber ich kann nicht alle 2 Sekunden auf Schnellspeichern drücken, das damit Paket ich. Wurde also zurückgebracht. Wir haben Gesellschaft. Guten Tag. Gleichfalls. Du hast keine Ahnung, mit wem du es zu tun hast. Doch. Du schießt dich aber ab. Aha, die haben über ein Paket geredet. Ich muss aber da unten hin. Wie komme ich denn da hin? Kann ich hier ins Wasser fallen? Hui! Schwimmen wir aus irgendeinem Grund? Ja. Wie kann ich da unten tauchen? Ich war kurz unten. Ich kann ihn nicht hoch. Oh Gott. Wir müssen unbedingt verkaufen, ey. Schwört ihr, die Bürger der United Colonies nach Kräften zu beschützen und zu verteidigen? Und die Werte der Vanguard, Ehre, Loyalität, Eigenverantwortung bei allen Einsätzen als Mitglieder der Navy der United Colonies hochzuhalten? Ich schwöre. Dann bin ich stolz. Okay. Sergeant Yumi sucht nach verlässlichen Leuten. Sprich Sarah, mit ihm, wenn du Interesse hast. Mich. Wir wüssten das, ist das zu denn? Schätzen. Haha, von Natur aus neugierig, ja? Hey, willst du nicht der Vanguard beitreten? Den United Colonies helfen, ein paar Credits verdienen? Womöglich UC-Bürger werden? Aha. Was ist denn die Vanguard? Die Freiwilligenflotte der United Colonies. Unabhängige Captains können mit ihrem eigenen Schiff beitreten und die UC versorgen sie mit Arbeit und Credits. Und als Vanguard kriegst du garantiert die UC-Staatsbürgerschaft mit allen Vorteilen. Rabatte auf UC-Waren und medizinische Behandlungen. Die Chance auf eine Wohnung in New Atlantis. Anders kommt ein ausländischer Captain da nie ran. Also, bist du dabei? Oh, das Spiel ist abgestürzt. Hey! Tja. Moment, ich muss das gerade mal ein bisschen. Hey!
Ich habe da extra den ausgewählt, oder? Hab ich nicht den ausgewählt? No. Warum kann ich das... Moment. Wo ist meine Maus? Hallo? Ich hasse es. Was? Da irgendeinen Unterschied in der... Ich sehe es leider gerade nicht. Guck mal das Fenster mal an. Ihr seht eigentlich alles relativ gut, ne? Ihr seht eigentlich alles relativ gut. Ja, ihr seht den oberen Rand, ihr seht den unteren Rand, ihr seht den einen Rand, ihr seht den Rand. Passt alles, ist alles drauf. Ich probiere es jetzt mal mit Fenstermodus. Vielleicht hilft das. Aber es... Ich hab keinen Bock, jedes Mal neu zu starten. Nach 5 Minuten. Ich hab da keinen Bock drauf. Das ist halt einfach nur maximaler Abfuck einfach, ne? Also... Da hab ich keinen Bock drauf. Vor allem, wir müssen jetzt halt nochmal diesen ganzen scheiß Weg laufen. Ist dein Jetpack kaputt oder so? Nee, eigentlich nicht. Deswegen wundert mich das gerade, dass ich... Ich hab doch den Rucksack. Okay, mein Newspack ist auf jeden Fall aktiv. Okay, gucken wir mal auf die Map. So. Aha, die Loge. Wohndistrikt. Chefsdistrikt. Ich krieg die Hypothek mit Randy. Ah. Wie kann ich das verfolgen? Aha, New Atlantis. Frontier, ach so. Ja, lass die Map mal sein. Hallo, Map. Map weg. Map schließen. Danke. Gewicht heben, ja, danke. Zu beschützen und zu verteidigen. Und die Werte der Vanguard. Ihre Loyalität, Eigenverantwortung. Speichern. Sergeant Yumi sucht nach verlässlichen Leuten. Sprich mit ihm, wenn du Interesse hast. Wir wüssten das zu schätzen. Kann ich denn mehreren Leuten beitreten? Also ist das möglich? Also geht das? Weil eigentlich ist das cool, ne? Keine Sterne erkunden, keine Kriege führen. Ja, okay. Machen wir später. Okay, okay. Aber versuchen muss ich's, oder? Ist ein Spiel von uns. Er fragt, ich sage nein. Aha. Okay, passt auf. Es gibt einen Vanguard-Freiwilligen namens Moara, der in der alten Heimat patrouilliert. Sol, Mars, Neptun, du weißt schon. Oh. Im Sol-System? Mit welchem Admiral hat der sich's denn verscherzt? Er kommt vom Mars, ist da aufgewachsen. Außer ihm will da keiner arbeiten. Angeblich hat er den alten Groundern eine schicke Kühlerfigur aus Metall gezeigt. Passt auf Sarahs Beschreibung. Mhm. Wir reden mit ihm. Im Sol-System gibt es viele Planeten, aber ein Veteran wie Moara ist sicher regelmäßig in Cydonia. Du meinst in den Bars, oder John? Hey, Patrouillenfliegen kann durstig machen. Ja. Dann auf... Mein Angebot war übrigens ernst gemeint. Komm einfach vorbei, wenn du soweit bist.
Die UC sind ein nützlicher Freund. Ja. Speichern. Erstmal speichern. Kann ich hier Sachen mitnehmen? Ich meine, ich bin eh komplett überlastet, ne? Willkommen im Mast. Wenn du keinen Termin hast, musst du bitte in der Lobby warten. Die Vanguard kann dich bestimmt auf längere Sicht mit Arbeit versorgen. Okay. Was machst du hier? Ich bin Ressourcenoffizier beim Mast. Und okay. Das alle Regel verstehen. Ja. Das hier. Viel Spaß. Okay, du kannst mir nicht New helfen, Atlantis. Dass ich Sachen verkauft krieg. Gut. Ich muss jetzt da runter. Wie komme ich da runter? Hier? Wahrscheinlich außen rum, oder? Oder hier? Nein. Wie komme ich denn da runter? Und Spiel abgestürzt. Also es liegt nicht am Vollscreen. Gut. Haben wir das auch schon mal rausgefunden. Tja. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Also an der Fenster Dingsbum, warum ist das jetzt eigentlich? Hä? Ich weiß nicht, warum das hier so mit dem komisch. Warum steht hier eigentlich zweimal Generic P? Da habe ich eine Bildauflösung. Ja, habe ich ein. Keine Ahnung, was hier das Problem ist. So, ihr habt gerade kurz Schwarzbild, ist ja normal. So, da hat sich nichts dran verändert. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Das ist halt Abfuck. Jetzt wahrscheinlich noch, oder? Nordhaltestelle. Hört sich doch gut an, oder? Und die Ladezeit, ne? Also, ich seht's ja. Das funktioniert. Das ist, also, es kann nicht an Grafik und an Bugs und es kann nicht an Grafik und an Prozessorproblemen sein. Weil allein die Ladezeiten sind so crazy. Das funktioniert. Das ist spielbar. Ich muss noch mal in die Geschäftsdistrikt. Ja, also ich weiß echt nicht, wo da das Problem liegt. So, da ist die Bank. Also eigentlich möchte ich Sachen verkaufen. Da hinten ist ein Laden. Kaffee. Na, scheiße. Terra Blue Coffee. Das bringt mir wahrscheinlich nichts, ne? Wie du siehst, gibt es viel Kundschaft. Die Umsätze steigen weiter. Hi, willkommen bei Terra Blue. Wie kann ich helfen? Was ist das hier? Ach du Scheiße. Okay. Ja. Und als die zweite Hallo und willkommen eröffnete, bei Terra Brew. Hat das Was der darf erste denn sein? Nicht geschadet. Natürlich. Lass dir ruhig. Okay, du kannst nichts machen. Beeindruckend. Schade. Zeiten ändern sich. Aber eines wird immer gebraucht. Kaffee. Nee, ich brauch keinen Kaffee. Nur Sachen verkaufen. Wer bist du? Willkommen in der... Wenn du einen Termin machen willst. Ich persönlich... Wir bekommen nur... Besucher sind leider nur mit Termin zugelassen. Die brauchen Leute, die Termin zugelassen. Nee. Wow.
Hi. Wenn du noch besser aussehen. Hallöchen. Möchtest du etwas? Nein, ich und keines. Nein. Ich werde dich nicht erkennen. Ich werde ihn überraschen. Ach so. Komm jederzeit wieder. Ja, nee, das ist nicht das, was ich wollte. Für unser drittes Date mache ich mir rote Haare. Für unser drittes Date mache ich Outland. Rote Haare. Rationen? Check. Gewehr? Ach, neulich hatte jemand Stromprobleme. Die Ursache? Ein Musi-Vertriebszentrum. Vertrieb hört sich gut an. Und Spiel ist abgestürzt. Ich habe damals The Witcher 2 Assassins of Kings abgebrochen, weil die Steuerung komplett mich getötet hat. Diese Spielabstürze auch waren. Und was weiß ich nicht, was alles noch. Ich will nicht schon wieder ein Spiel abbrechen müssen. Vor allem, das Spiel ist sowas von geil. Ich will das unbedingt spielen. Hallo, was ist denn los? Ich mach mal diese dynamische Bildauflösung aus. Probieren wir es mal damit. Probieren wir es mal so. Schiffe mit einer Länge von mehr als 80 Meter können nicht auf Planeten landen. Hä? Wofür ist das denn? Nur für den Weltraum zu ballern oder was? Vielleicht war diese dynamische Bildauflösung wirklich so der Tod einfach. Der Kauf großer Posten muss möglicherweise von mehreren Ebenen genehmigt werden. Willkommen im UC-Vertriebszentrum. Eine Information vorab. Offizielle Beschwerden können erst wieder eingereicht werden, wenn das Kundenfeedbacksystem wieder online ist. Was ist das denn für ein cooler Hund da hinten? Es soll in etwa 2 Wochen einsatzbereit sein, aber du weißt ja, wie so etwas oft ist. Wir bitten die Umstände zu entschuldigen. Und wenn du wegen eines Firmenkontos kommst, mir wurde versichert, dass die Lieferungen bald wieder planmäßig erfolgen. Ich will hoffentlich sehen, wirst du fündig. Was du hast. Du hast 5000. Okay, was hast du für Waffen? Rapid Shot. Ach du Scheiße. Holy shit. Smart Gun. Was ist das denn? Ja, moin. Oh, eine schallgedämpfte Pistole. Das ist ja geil. Ja. Ah, Schalldämpfer wäre schon geil, ne? Würde ich mir schon kaufen wollen eigentlich. Hier ist die Equinox tatsächlich auch. Lui. Kampfmesser. Ja, die Rapid Shot wäre schon geil, ne? Aber ich würde die Sights da, würde ich, glaube ich, schon mal kaufen tatsächlich. Weil eine Silent Pistol zu haben ist gut. Und jetzt können wir nämlich noch Sachen verkaufen. Und zwar den ganzen aus dem Schiffsinventar verkaufen. Was? Nein. Ich will einfach nur diesen ganzen... Den kann ich ja alles eigentlich verkaufen, ne? Also da ist ja nichts dabei, was ich irgendwie brauche. Habe ich gerade meine... warte mal. Habe ich gerade meine Dingsbooster verkauft? Meine Dietriche? Ja. Die darf ich natürlich nicht verkaufen. Die Sachen, wenn ich alle nicht brauchen müssen, ne? Außer halt die Dingsbums. Spielfigur Herr des Schnees. Spielzeugraumschiff. Einfach alles weg. Es gibt leider keinen so schnell Verkaufs-Dingsbums, ne? Sehr gut. Ja, wir sind bei 25k. Also wissen wir jetzt,
Es lohnt sich nicht so sehr, diesen ganzen Loot mitzunehmen. Okay, wir haben jetzt halt 4000 bekommen. Eigentlich 6000, weil wir ja auch die eine Waffe gekauft haben. Aber ich weiß nicht, ob das sich so lohnt hier. Aber auch diese ganzen Bücher halt, die brauche ich halt alle nicht. So, weißt du, die können einfach alle weg. Rucksäcke, haben wir noch den Constellation Rucksack, den brauche ich nicht. Wir haben den Anzug, Munition, Waffen haben wir noch. Wie gesagt, die Eon-Pistole, weiß ich nicht, ob wir die brauchen. Haben die dieselbe Muni? Ne, der braucht Kaliber-Muni. Also so wie die hier quasi. Ja, tatsächlich. Ich wollte eigentlich nur eine schallgedämpfte Pistole haben. Deswegen habe ich die gekauft. 15% Schaden beim Zielen, ja. Ja. Vom Gewicht her ist das auch nicht so viel, ne? Was das hier, ja, das passt alles. Der Cutter wiegt halt viel, ne? Okay. Zurück ans Werk. Ja, unter okay. Wen ist das Vertriebszentrum eine gut geölte Maschine. Gut. Wie süß. Na? Endlich können wir normal laufen. Aber echt, es tut mir echt leid mit den Abstürzen. Das ist so scheiße. Wir haben in dieser Folge nichts geschafft, außer dass wir... Okay, wir haben die Sachen verkauft. Das ist eigentlich schon viel. Aber ich glaube, diesen ganzen kleinen Scheiß werde ich wahrscheinlich dann nicht mitnehmen. Ich werde dann wahrscheinlich nur Gegner-Loot mitnehmen. Ja, weil es lohnt sich einfach nicht. Und jetzt können wir endlich normal uns bewegen. Guck es dir an. So, Masten müssen wir, ne? Ach nee, wir müssen raumhaft. Ist egal. Ich mach die Folge jetzt auch ein bisschen länger, weil das fuckt mich jetzt ab, dass wir in der Folge nichts geschafft haben. Raumhaft, so. Ich habe übrigens die Speicherzeit. Ich habe die besiedelten Systeme in allen möglichen Raumschiffen bereist. Doch in der NET wird mir immer noch übel. Okay. Ich habe übrigens die Speicherzeit auf 5 Minuten gestellt, dass der wirklich nach 5 Minuten immer speichert. Weil sonst sterben wir hier einfach. Aber ich glaube, mit der Auflösung bisher ist es nicht mehr abgestürzt. Ach, diese Statue mochte ich schon immer. Schön, nicht? Was der Schöpfer wohl damit ausdrücken wollte? Tja. Weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass dieses Spiel viel zu groß ist. Ich wünschte, die Barkeeperin im Viewport würde aufhören, sich zu beschweren. Egal, was sie verloren hat, mit Nörgelei findet sie es nicht wieder. Ich überlege gerade was. Lol. L, Mission aktiv schalten. Nee, will ich nicht. Ich will mal generell unsere... Ja, das hier wollte ich eigentlich machen. Besuche dein Traumhaus. Ah, da. Da, das wollte ich eigentlich machen. Mann, ich hätte richtig Bock auf die Chance. Das wollte ich eigentlich machen. Dann machen wir das. Da war im Geschäftssystem tatsächlich. Aber wie gesagt, ich mache jetzt ein bisschen länger. Können wir das so mit dem Haus machen? Okay, dieses automatische Bildauflösung hat zwar gut geholfen, aber ich glaube, das war unser Problem. Ich bin underdressed. Underdressed? Was soll ich sagen? Kannst du dir vorstellen, wie viele Credits hier durchfließen? Also ich habe im Moment viel zu tun und du siehst nicht wirklich aus, als ob du grün hinter den Ohren wärst. Wer bist du also?
Dieser Bebo. Was? Ach, du bist es. Sieht aus, als ob du dich mit dem Ding auskennst. Ich habe ein Auge für Talente. Und mein Auge sieht dich. Ach so, echt? Das ist perfekt. Kismet, sozusagen. Ich will nichts küssen. Ich möchte dir ein Geschäft vorschlagen, das uns beiden nützen könnte. Sehr lukrativ. Dir sind Gesetze und so wichtig? Fantastisch! Bei diesem Job geht es um Gerechtigkeit. Die Galbank ist die Geschädigte. Und wenn du mir hilfst, hilfst du uns allen. Aha. Gut. Fabelhaft! Ich muss was gestehen. Ich mag etwas verzweifelt sein. Also die Kreditprüfung ist echt harte Arbeit. Man hat ständig mit Schuldenprellern und Betrügern zu tun. Ich brauche einen Schuldeneintreiber, der sich um einige unserer Top-Preller kümmert. Okay. Ich brauche dich. Arbeite für mich und du verdienst mehr als genug. Welche Summe? Du kannst es kaum abwarten. Gut. Wir fangen klein an und arbeiten uns nach und nach zu den großen Fischen vor. Ja, okay. Ja! Ein dreister Hochstapler nahm einen Kredit für ein Restaurant in der Nähe des Interstellar Inn auf. Und dann, Überraschung, es war ein Schwindel. Und Dieter Maliki taucht unter. Er hat sich in eine Bruchbude mitten im Nirgendwo verzogen. Ach, ja. Ist das zu fassen? Der Job ist einfach. Dieter muss zahlen. Okay. Du sollst ihn nicht umbringen oder ihm wehtun. Wickle nur den Kredit ab, wie bei jedem anderen Bürger. Okay. Dann wollen wir mal Schulden eintreiben. Ich schicke dir die Daten. Du findest Dieter und sorgst für die Kredittilgung. Du willst eine Pause vom Erkunden, um Schulden einzutreiben? Nicht die Art von Arbeit, die der Constellation würdig ist, aber gut. Auf eine Sache muss ich noch hinweisen. Will ich nicht, aber nicht alle sind ehrlich. Wenn du irgendeinen Deal mit Dieter eingehst, kann ich das nicht wissen. Aber dann darfst du keine Jobs mehr von mir erwarten. Viel Glück. Du machst das. Mhm. Okay. Wenn ich irgendwie behilflich sein kann, sag es nur. Hier kann man auch. Aber ich muss doch mit dem reden anscheinend. Gemeint. Ich wünsche dir viel Glück. Ja, genau, kleines Haus. Im Olympus-System, richtig? Ja. Die Immobilie ist belastet. Argus Extractors hat ein sehr gutes Darlehen für dich ausgehandelt. Mhm. Die Bezahlung erfolgt wöchentlich. Wenn du eine verpasst, kein Ding. Das läuft im Umlageverfahren. Aber ich glaube, wir wären alle zufriedener, wenn du dich um die Hypothek kümmerst. Gerne. Es gibt zwei Möglichkeiten, sich um das Darlehen zu kümmern. Die erste, du zahlst die Hypothek ab. Dann gehört das Haus dir, ohne Wenn und Aber. Und du kannst dich über deine Immobilie freuen. Ja. Die zweite, du lässt es einfach und die Immobilie wird zwangsversteigert. Aha. Ja. Das ist auf jeden Fall eine hohe Summe. Mhm. Aber Abschlagszahlungen sind laut Vertrag nicht zulässig. Wenn du das Geld hast, können wir die Hypothek aber endgültig begleichen. Okay. Schönen Tag noch. Ach so, ich bring dem also irgendwann einfach mal Geld und dann ist gut. Alles klar. Also wir brauchen erstmal 125.000. Wir gehen mal ins Menü und da, das ist die hier, ne? Heimlich Schulden ein, ja. Ja, mach mal so ein bisschen, ne? Aber ich werde die Folge jetzt auch beenden. Und ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Du musst auf diesem Planeten kein Held.
Achso, ich muss keinen Helm tragen. Cool, danke. Aber ich brauche die Credits. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao.